Wir gehen die Rosenstraße hinunter bis zur Taucherstraße, also Rosenstraße, Weigangstraße, Taucherstraße. Dann die Taucherstraße bis zur Jägerstraße, die biegen wir mal links rein und laufen sie komplett durch. Das haben wir noch nie gemacht. Kommen dann unten beim Husarenhof raus, laufen rechts rum bis zur Jordanstraße, die wieder hoch. Und gehen dann in die Bahnhofstraße rein. Und vor dem Landratsamt machen wir eine Zwischenkundgebung, wo wir zwei offene Briefe verlesen werden. Und wir hoffen, dass eventuell der Landrat runterkommt. Eingeladen wurde er durch Edgar. Es liegt jetzt an ihm. Wissen tut er's. Wenn nicht, dann bekommt er die beiden offenen Briefe in einem Kuvert in den Briefkasten geworfen, so wie wir es vom Gericht gemacht hatten, weil es an der Zeit ist, unseren Vertretern in der Kommunalpolitik auch klar zu machen, dass das Volk A nicht so einverstanden ist mit dem, was hier läuft, vor allen Dingen auch mit der sogenannten Asylpolitik nicht. Und gleichzeitig die Botschaft, wir unterstützen euch, zeigt klare Kante, macht es nicht mehr mit und ihr habt das Volk auf eurer Seite. Das soll die Botschaft sein. Und deswegen gibt es da eine Zwischenkundgebung. Ich bitte euch jetzt schon, möglichst schön dicht aufzurücken, damit auch, weil die Technik dort nicht so gut ist wie hier, damit auch jeder alles versteht, was vorgelesen wird. Ja, dann haben wir es eigentlich soweit. Würde ich sagen, wünschen wir uns allen einen friedlichen Spaziergang. Grüßt die Leute nett. Und ja, wir sehen uns ja dann vom Landratsamt bzw. nachher wieder hier, auch zum offenen Mikrofon. Dann bis später.
Meister. Richtig. Guido. Ist okay. Das Treffen sozusagen. Friedliche Bilder in Bautzen. Heute schon bereits 19.39 Uhr fast. Kehrt der Aufzug zurück zur Ausgangsfläche. Zum Kornmarkt. So, finden sich die Menschen wieder ein auf dem Kornmarkt. Dürfen wir mal gespannt sein, wie lange ja, das heute noch vonstatten geht. Herzlich willkommen zurück. Danke für den wunderbaren Spaziergang, den wir jetzt gerade durch die Stadt hatten. Ich hoffe, es ist nicht allen zu lang gewesen. Es war ja doch eine ganz schöne Strecke gewesen, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Ich habe auch viel Positives gehört unterwegs. Ja, was mir dabei einfällt oder auffällt, es ist ja jetzt wieder dunkel, auch wenn wir schon loslaufen. Und wir würden es schön finden, wenn wieder zahlreich Kerzen und Lichter mit unterwegs sind, dass man uns im Prinzip auch wahrnehmen kann und sehen kann, da passiert was, da laufen eine ganze Menge Leute durch die Stadt. Und ja, ich war ganz stolz gewesen, als wir vom Landratsamt warten mussten, bis die Letzten mit zur Zwischenkundgebung da waren. Und dass wir waren da schon eine ganze Menge Menschen, wobei wir eben heute nicht gezählt haben. Dafür ein Dankeschön an Sie bzw. an euch.